Moin Leute, es geht weiter und zwar wird hier der Schubladenschrank hingemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen Schrank, den nächsten Schrank hier aufbauen werde, wo das Waschbecken reinkommt. Dann kommt ab hier der Hochschrank hin und wir bauen hier unten rechts, quasi wo der Radkasten ist, noch die Hülle drum. Das Holz habe ich mir, soweit es geht, schon mal alles vorschneiden lassen. Ja, hier so kleine Plättchen und alles, die Schubladen. Da habe ich mir auch ein bisschen rumgekritzelt und habe das dann alles schon mal ein bisschen vorausgerechnet. Und ich werde dann hier oder so mal ein Bild von meinen gekrickelten Schubladen einfach mal zeigen. Zu den Schubladen, die habe ich jetzt schon fertig gemacht, also zum größten Teil. Die habe ich einfach zusammengeleimt. Ich werde dann jetzt einfach mal so Fotos einblenden. Das sind hier die Schubladen, die ich schon gemacht habe. Davon habt ihr die Bilder gesehen. Und ich habe irgendwie vergessen, den Boden mit einzuberechnen. Deswegen ist hier unten das Brett wieder rausgeflogen. Und jetzt sind die nur hier zwischen. Ich weiß noch nicht, was ich genau für die Fronten, also wie ich die Schubladen sicher, ob ich jetzt Pushlocks benutze. Also die Fronten habe ich hier auch schon. Die habe ich mir auch direkt im fertigen Format zuschneiden lassen. Also die passen hier genau vor. Ja, das heißt, der Pushlock könnte dann hier oben den Haken dran haben. Deswegen hier. Und hier ist ja später noch die Arbeitsplatte. So, ich kann doch leider nicht die ganze Zeit aufnehmen, weil mein Akku leer ist. Und ich muss jetzt noch reinhauen. Aber die erste Schublade ist drinnen. Entschuldigung. Also ich habe die jetzt nur einmal reingeschoben. Mein Gott, da ist ganz schön Zug hinter. Und jetzt dürfte auch nichts knallen, wenn ich die jetzt zuwerfe. Guck mal, schön, ne? Schön, ist das nicht geil? Und so sieht das dann hier. Also ich habe jetzt die Bretter, was eigentlich nochmal oben ist, habe ich hier vorne und hinten. Da kann man dann schön die Scharniere einmal auflegen. Sehr schön. Jetzt muss ich ja nur noch mit den anderen hinkriegen. Zu den Auszügen. Ich benutze Vollauszüge. Und damit die Montage leichter geht, ist hier an der Seite ein kleiner Hebel. Den könnt ihr dann runter drücken oder hoch, je nachdem. Deine hat es nicht so leicht. Und dann könnt ihr das ganze Ding hier rausholen. Auf der anderen Seite habe ich das schon gemacht. So, zur Montage lasse ich den immer drin. Nimm meine Schublade. In dem Fall habe ich hier ein 3 mm Brett, was ich als Unterlage benutze. Schiebe die Schublade da rein und gucke mir dann an, entweder markiert man sich das oder macht das so wie ich. Ich mache es einfach nur optisch. Ich gucke mir jetzt an, wie dieses Teil hier ist mit dem Boden. Also genau bündig werde ich das jetzt verschrauben und dann passt das auch von der Höhe. Ja, die Schubladen sind drinnen. Funktioniert super. Hier ist genau 30 geworden, weil genau auch hier dann vom Bett die 2 Meter aufhören. Das heißt, ich habe jetzt dann nach hinten raus 2 Meter bis hierhin. Und der Plan war halt, wenn das Bett rausgezogen ist, dass ich die Schubladen rauskriege. Deswegen ist der auch relativ schmal geworden. Und jetzt kommt hier ein relativ breiter hin mit 50 cm. Das geht ungefähr bis hier. Und das werde ich jetzt mit Pappe, werde ich mir jetzt hier die Kontur und alles aus nachmalen, damit ich das hier aufs Brett übertragen kann. So, eben kurz den Ausschnitt gemacht. Aktuell ist das hier noch zu lang, das werde ich jetzt gleich abschneiden. Aber das Spiel habe ich mit dran gelassen, falls ich noch mal was nachschneiden müsste. Aber sonst ist das, passt das da wunderbar dran. Und hier unten die Stücke, das war von dem Holz, was geliefert geworden ist, die Palette. Das war auch als Multiplex und da habe ich mir jetzt Streifen rausgeschnitten, um die Verbindung unten hinzukriegen.
So Leute, damit ihr wisst, was ich gemacht habe. Ich habe einfach quasi von hier bis hier hinten, also hier das Außenmaß genommen, gemessen. Habe quasi von der Vorderkante ohne Front bis an die Wand, bei mir waren es 36 und hier hinten 35, habe noch 3 cm dazu gerechnet. 12 mm für links und 18 mm überstehen lassen. Hier sind das auch ungefähr 18 mm, die ich überstehen lassen habe. Das möchte ich gerne vorne auch haben. Ja, also sprich hier 39, 38, also hier hinten schräg abgeschnitten. Fertig. Was ich jetzt noch machen muss, ist eben mit der Stichsäge. Ich habe jetzt die Ecke hier übertragen. Die werde ich mit der Stichsäge einsägen. Und dann ist die Platte mehr oder weniger soweit fertig. Die Kanten werden noch mit der Fräse gleich gemacht, also noch rund gemacht, wie hier. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich habe die schon rund gemacht, werde ich jetzt hier auch machen mit der Fräse. So Leute, aktueller Zwischenstand. Die Ecken ausgesägt. Ich habe auch direkt das Loch wieder Waschbecken gemacht und das Ganze einfach mit Bootslack lackiert, wie auch hier die ganze Fläche. Das alles mit Bootslack jetzt gemacht. So sieht es aktuell aus. Hier unten das Brett ist erstmal nur reingestellt. Wie gesagt, ich werde erst das Bett fertig haben. Das erste Seitenteil ist auch schon ausgeschnitten. Das habe ich genauso gemacht, wie ich das mit den Teilen hier unten gemacht habe. Und ich bin gerade die anderen Seiten am Zusägen und da ist gerade ein Malheur passiert. Das heißt, ich brauche jetzt die gute Holzleim und die Zange, um das wieder hoffentlich hinzukriegen. Ich zeige euch, was ich meine. So, und zwar habe ich leider nicht gesehen, dass ja noch ein Stück dran hing, weil ich musste mit der Säge zweimal ansetzen und habe dann beim Wegziehen die Ecke daraus gerissen. Und das werde ich jetzt einfach festkleben. Kann nicht immer alles glatt laufen. So Leute, so sieht es aktuell aus. Es ist mitten in der Nacht. Und ich kann nur sagen, es ist einfach total geil, wenn man 230 Volt zur Verfügung hat, durch den Active da hinten. Also Stichsäge mit Kabel, man kann mal eben so einen Ausschnitt machen. Wunderbar. Ja, ich mache gerade das letzte Verkleidungsteil erstmal und danach geht es mit dem Bett weiter, weil ich nämlich noch nicht weiß, wie ich den oberen Teil von diesem Schrank und hier unten den Schrank designen soll. Also, ich habe jetzt den ersten Part jetzt fertig quasi. Jetzt werde ich mich ans Bett wagen. Also hier nochmal kurz reingucken. Das ist der Kasten. Kleine Fächer nochmal. Jeden Platz ausnutzen, den man hat. Und ja, jetzt werde ich mich ans Bett wagen. Das Holz ist ja schon da. Es wird ein Rock'n'Roll-Bett, aber das seht ihr in einem anderen Video. So Leute, ich kann endlich hier weitermachen. Ich habe das Bett einmal fertig. Das müsstet ihr im vorigen Video gesehen haben. Ich habe es wieder rausgeholt, weil es jetzt am Trocknen ist. Ich habe das nämlich nochmal schön eingepinselt, schön lackiert, damit da an dem Holz nichts drankommt. Und ich habe jetzt die erste Schublade drin. Schöne Griffe hier aus Metall. Das sind auch so Pushlocks, ne? Wie man hier oben sieht. Leider ist das hier alles aus Plastik. Moment. Ich zeige es euch mal hier. Das ist noch schön aus Metall hier, der Knopf und Dings. Also da, wenn man dran zieht, hält das auf jeden Fall. Und die ganze Scharnick hier ist leider aus Plastik. Ist die Frage, wie lange das hält. Ich war jetzt auf der Messe und da waren die eigentlich auch alle aus Plastik. Ich bin mal gespannt. Ja, und ich zeige euch jetzt, wie ich die hier verbaue. Ich habe schon mal vorgezeichnet. So ein bisschen und ja. Was super, was ihr euch auf jeden Fall direkt besorgen könnt, ist doppelseitiges Klebeband. Damit werde ich zum Beispiel, um die Türen zu positionieren, klebe ich hier doppelseitiges Tesaband drauf. Dann kannst du die da dran drücken und dann. In dem Fall kann ich die Schublade von unten wieder rausziehen oder sogar von hinten einmal anstupsen, damit ich die da rauskriege und kann die dann festschrauben und habe die direkt an der richtigen Position. So,
Der Mechanismus ist ja schon mal dran. Man sieht, ne, so ein Buschlockschirm mit Metallgriff. Also finde ich ganz gut, dass das so Metall ist. So, und jetzt, warum ich sage doppelseitige Sesewand. Also auch wenn ihr generell, das ist nicht nur für Schubladen geil, einfach nur. Einfach hier dran pappen. Und könnt es dann super bequem festschrauben. Und genauso mache ich das jetzt auch mit diesem Gegenstück. Das ist sogar gefedert. Also das finde ich auch ganz cool, wenn du Pushlocks. Ich verlinke die euch mal, ne? Ausrichten. Dann einmal auch drücken. Ah, Vorführeffekt. Schraube rein und es hält. Ihr seht, habe ich jetzt einfach hier Streifen gemacht. Die mache ich jetzt ab. Schön doppelseitig Tesaband. Für mich nicht. Also ich richte den ganzen Kram nämlich jetzt einfach aus. Drück das dann dran und werde von hinten. Ich mache das jetzt hier ein bisschen faxen. Da und schon hat man die Schublade da, wo man die haben möchte und kann sie festschrauben. Das sieht doch direkt schick aus. Ich habe die dritte Schublade direkt auch eingebaut, genauso wie die zweite, wie ihr das gesehen habt, und habe direkt im Einzug mit dem doppelseitigen Tesaband das Klavierband hier auch einmal festgeklebt und direkt hier oben eine Tür reingemacht. Also die Tür, das Loch war ja schon vorher da, aber direkt festgemacht. Und doppelseitiges Tesaband, die beste Idee, die man für sowas benutzen kann. Einfach dran drücken und dann kann man die Tür aufmachen und einfach ganz gemütlich die Schrauben festmachen. Kann ich nur empfehlen. Also das ist die Blende, die ich hier oben hin machen möchte. Weil wirklich einen Stauraum hat man hier oben jetzt nicht. Und das trifft sich eigentlich ganz gut, weil so kann ich da wenigstens die Steckdose hier in die Ecke reinpflanzen. Ja, das ist dann quasi hier die Steckdose. Daneben hatte ich gedacht, mache ich direkt, damit man den Strom ein- und ausschalten kann. Ich weiß nur noch nicht, wie mit dem Kontrollpanel von der Standheizung, ob ich das mittig setze oder hier an den Rand setze. Aber ich denke, wahrscheinlich werde ich es hier irgendwie an den Rand setzen. Ja, das würde dann hier in der Ecke sein. Mit den Füßen müsste man ungefähr hier in dem Bereich sich abspielen. Also ich glaube nicht, dass man da noch davor tritt. So, wenn ihr so eine Dose verbaut wie ich jetzt hier, ne? Ich weiß, sieht nicht schön aus. Das sieht man Gott sei Dank nicht. Die haben extra für Holz, das sind die Dinger hier. Die kommen eigentlich automatisch raus, sobald man die Schraube dann anzieht, und ziehen die Dose fest. So, und dann ist die Dose auch schon fest. So, kurzer Einblick, so sieht es eingebaut aus. Hier wird vielleicht noch ein Batteriecomputer hinkommen, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sieht es aktuell noch so. Kabel muss ich natürlich auch noch alle verlegen. Ja, und ich habe mir gerade schon so Leisten vorbereitet. Die kommen dann hier hin.
um quasi dann gleich die Front hier ran festzuschrauben. Dafür muss aber jetzt erstmal das Bett rein und dann kann ich das große Brett hier vorhalten und anzeichnen, wie ich die Türen reinmachen werde. Bett ist drin, Wand ist drin, man hätte es auch alles ausrechnen können und hast du nicht gesehen und messen, Tita-To und ne, hätte man auch so machen können, aber ich bin da lieber doch ein Freund von, dass ich das optisch nochmal sehe und dann alles anzeichne, das ist mir lieber. Also kann ich jetzt einfach hier lang fahren und habe mein Maß. Also Leute, so ist mein Ausschnitt geworden. Ja, einfach mit einer Kreissäge, mit der Stichsäge die Ecken dann, ne, also mit einer Tauchsäge habe ich die geraden Schnitte gemacht, mit der Stichsäge die Ecke, dann mit einer Oberfräse einmal die Kanten abgerundet. So ist mein Ausschnitt geworden. Hätte ich euch gezeigt, aber also wie ich die Seite hier wieder einbaue. Ist aber genau dasselbe wie das leere Brett und es war ein bisschen ein Zeitdruck, weil es fing auf einmal an zu plästern wie sonst was und ja, ich habe einfach nur alles in den Bus reingeschmissen, die Wand hier irgendwie reingestellt, ja, und war froh, dass ich irgendwie im Trockenen war. Und dann war das alles so ein bisschen eng, um das auch zu filmen zu können, weil ihr hättet nichts gesehen, weil wir so alles im Weg standen. So ist jetzt hier drauf, so sieht es jetzt aus. Die Türen liegen hier unten, die werde ich jetzt gleich auch noch eben mit einer Oberfräse abrunden und dann kann ich die auch schon einbauen. So, ich bin noch mit den Türen zugange. Ich mache jetzt die Löcher für die Pushlocks und ich kann nur jedem empfehlen, baut euch eine Schablone. So sieht es dann verbaut aus. Ich muss hier noch eine kleine Platte machen, weil das für dickere Holzplatten eigentlich ausgelegt ist. Aber es geht. Hier die muss ich noch mal festmachen. Die hält leider nicht richtig. Aber so an sich funktioniert alles. Was soll ich sagen? Ich habe anscheinend einen Anruf gekriegt, während ich aufgenommen habe. Und da hat das Handy eiskalt die Aufnahme gestoppt. Und zwar genau in dem Augenblick, wo ich anfangen wollte zu schrauben. Aber man sieht in dem Video noch, wie ich das mit dem Doppelseiten-Tesaband festgemacht habe. Das hält nicht allzu lang, aber es reicht, um mindestens 2-3 Schrauben reinzumachen. Und das reicht ja schon. Und dann ist das ja kein Hexenwerk mehr, die Tür ordentlich festzumachen. Zu den Pushlocks, die sind ziemlich dick. Die für Türen zu benutzen, da müsst ihr dran denken, dass ihr die ein bisschen weiter reinsetzt. Sonst habt ihr das Problem, dass ihr hängen bleibt beim Aufmachen. Ich zeige euch das mal näher. Hier habe ich den Rand ein bisschen ausgefräst, damit halt dieser Pushlock, weil die halt so dick sind, daran vorbeikommt. Zu der Klappe hier unten. Aktuell steht es hier einfach nur drinnen, klemmt noch ein bisschen. Das soll noch irgendwie mein Tisch werden. Das seht ihr dann aber in einem anderen Video, wie ich das Ding dann hier zum Tisch mache. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, ob das eine Tür wird. Werdet ihr aber auf jeden Fall sehen. Genauso wie hier drinnen, nach hier unten ist ja noch alles offen.
Das hat den Grund, weil hier noch der Warmwasserboiler hier rein soll. Und ich habe zwar gemessen, wie das ungefähr hin, wo der ungefähr hinkommt, aber ich habe den lieber da und packe den dann an die richtige Position. Deswegen bleibt nach unten hin erstmal alles offen, damit ich auch später für ganz unten weiß, wo ich noch was aufmache. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Und ja, Wasserinstallation fehlt ja generell noch. Das wird auch noch kommen. Solar wird noch kommen. Ja, ein bisschen Kleinelektrik wird auch noch kommen. Und es gibt noch ein paar kleine Modifikationen, die ich schon wieder gemacht habe. Die werde ich euch dann auch noch zeigen. Das wird also nicht direkt im nächsten Video alles sein, aber ihr könnt gespannt sein. Also bis zum nächsten Mal.